Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Feed the Beast Inventions. Das, was wir jetzt hier in diesem Kasten sehen, nämlich hier, dass diese fliegenden Blumen in der Mitte von Kohle versorgt werden, das haben wir jetzt auch vor bei unserer neuen Farming Station. Ich wollte hier ein paar Lebenssteine holen, aber leider gab es hier keine und die Turtles wollen nicht laufen. Ich weiß jetzt gerade nicht, woran es liegt, deswegen müssen wir jetzt mal losspurten. Ich habe mich mit den Turtles schon lange nicht mehr beschäftigt. Letztes Mal, glaube ich, im 24, genau, im 12-Stunden-Stream von Sandtitan habe ich dies letzte Mal aufgebaut. Das ist voll verlahnt. Müssen wir nochmal gucken, wie die gestartet werden. Das kann echt nicht den Startbefehl für die Dinger. Also ich habe den Kohle gegeben und ich habe den Steine gegeben und so. Das ist alles gar kein Ding. Was ich aber nicht weiß, ist, wie man die endgültig startet. So, hier haben wir angefangen, unseren Turm zu bauen. Und ich hatte drüben Glas beauftragt zu bauen in unserer Hauptbase. Ich hoffe, dass das jetzt... Ja, das hier und das Glas, was ich bestellt habe, dass es ausreicht. Wie machen wir das denn mal? Ich habe hier meinen Zauberstab und ich würde sagen, jetzt gehen wir tatsächlich mal in den Hover-Mode und ziehen mal hier das Glas einfach hoch. 37 Gläser habe ich nur dabei, es ist natürlich zu wenig. Müssen wir gerade noch mal kurz rüberlaufen in die andere Basis, denn da müsste in der Zwischenzeit unser Glas schon fertig gemacht worden sein. Ich habe eben dem Computer gesagt, er soll 1000 Stück herstellen. Ne, 1000 ging nicht. Das war irgendwas klares Glas. 192 haben wir schon. Wieso so wenig? Hallo? Wieso so wenig? Hier ist kein Strom mehr, oder was? Ach. Oh, ja. Ich weiß warum. Ja, das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof, weil hier kommt natürlich nicht das Rezept rein für Lowstone zermahlen. Das kommt natürlich hier drüben rein. So, dann machen wir das mal hier rein und... da ist nur ein Pulverizer gerade aktiv. Sekunde. Dann müssen wir das hier wieder reinhauen. Und mal gucken, welche... Die machen jetzt gerade Glas. Hier ist natürlich das Falsche noch drin. Hier ist auch das Falsche drin. Müssen wir wahrscheinlich jetzt mal kurz nachhelfen. Wir gehen mal hier auf Glowstone und nehmen hier noch mal ein paar Päckchen raus. Mit denen gehen wir jetzt einfach mal hier zu unseren kleinen Zerkleinerin und wir legen von Hand mal was da rein, damit das schneller geht. So. Und auch hier. So. Der läuft sowieso automatisch. Dann geben wir dem noch was zu tun hier. Und hier noch mal was rein. Hier noch mal was rein. Und damit ist es weg. Jetzt bekommen wir eigentlich unser Glas. Doch, da hätten wir wieder 100 Stück. Und wir gehen mal wieder rüber in die Basis. Ich hoffe, dass wir damit jetzt schon ein Stückchen weiterkommen in unserem Bauprojekt. Wir wollen ja da einen Botania-Turm bauen und der soll richtig, richtig, richtig groß werden. Nämlich das, was wir uns eben auf der Basis angeguckt haben, das soll später hier in dieser zum Turm verbaut werden. Deswegen gehe ich mal hier nochmal drüber. Jetzt haben wir wieder Glas. So. Wir ziehen mal hier das Glas bis oben hin durch. So, bis dahin. Und dann müssen wir hier mal gucken. Hier müssen wir ein bisschen die Bäume zurückschneiden. So, wie machen wir das, ohne dass wir hier viel kaputt machen? Sollen ja nur hier vorne die weg. Du setzt jetzt hier kein Glas hin. Erleuchtetes Glas, Glas. Erleuchtetes Glas, Glas. Was habe ich für den Zeugs? Geht doch. Mach das.
So, wir gucken mal hier. Warum geht das nicht? So, jetzt geht's wieder. Das ist ja merkwürdig. So, hier. Du musst leider weg. Du musst weg. Du musst weg. Du musst weg. Du musst weg. So, nochmal hier mit dem Zauberstab. Na. Das hier ist bis oben hin durchgebaut. Hier fehlt noch was. Das machen wir jetzt gerade nochmal nach. So. Und dann hier. Mal 2 zu 4 gesetzt. Das machen wir gleich wieder weg. Gehen wir hier nochmal runter. So, auch die Seite wäre fertig. Scheitert momentan, glaube ich, nur am Glas. Ich hoffe, dass drüben in der Zwischenzeit noch genug hergestellt wird, dass wir dann hier unser Bauprojekt beenden können. So, wie viel haben wir denn noch? Ich sehe unten alleine in meinem Inventar noch 62 Stück. Das müsste also vollkommen ausreichen. Hier ist das Glas bis vorne hin beendet. Dann gehen wir mal hier runter. Ich muss sagen, das Jetpack hier geht mir so dermaßen auf den Geist. Ich muss ganz dringend sehen, dass wir hier irgendwelche anderen Ringe bekommen. Ich kann dieses Jetpack nicht leiden. Es gibt viele Leute, die mögen das bestimmt. Ich mag es überhaupt nicht. Also ich finde es total kacke. Hier gerade mit diesen Leuchteffekten unter uns. Es geht mir schwer auf den Geist. Würde ich sagen. Nichts, was mich momentan an Minecraft so stört, wie dieses, also an unserem Beat the Beast hier so stört, wie dieses Jetpack. So. Hier ist es relativ dunkel, wollte ich gerade sagen. Wir müssen aufpassen, dass hier keine Monster spawnen. Und da bekomme ich auch schon gleich Recht gegeben. Aber dem hauen wir jetzt einfach mal so weg. So. Wir gehen nochmal hier durch unsere kleine Teleporteranlage und bleiben im... Ich denke, das liegt am Jetpack. Pass mal auf hier. Komm, weg mit dir. Ciao. So. Jetzt schwebt das Drecksding natürlich hier rum, wir sammeln es wieder ein. Das kommt jetzt hier drüben. Ja, wir haben gerade nichts anderes zum Fliegen. Wir müssen es benutzen. Aber pass auf, hier, das ist unser nächstes Projekt. Wir werden dafür sorgen, dass dieses Mistding ausgesondert wird, ausgemustert wird. So, das wollte ich sagen. Da hauen wir dann das rein. Und jetzt habe ich hier... So, wo geht es denn noch weiter? Hier geht es noch weiter. Dann machen wir hier nochmal bis oben hin zu. Und das sieht doch schon super aus. Ich sehe hier überall Gläser. Da sind 2 zu viel. Es ist nur noch diese Reihe hier, die fehlt. Und wir haben ja noch unseren Wand hier. So. Und das hier soll dann unser neuer Turm werden, ja, unser Botania-Turm. Ich würde sagen, da machen wir hier oben erstmal einen Rand mit Lebesteinen nochmal drauf. Und zwar mit Lebesteinziegeln habe ich jetzt noch nicht, die müssen wir uns noch holen. So, wollen wir mal gucken hier. Das war, glaube ich, so. Und wir müssen ein bisschen haushalten. Wir haben von den Dingern nur noch ganz wenige. So, und hinten schießt jemand auf mich. Den ignorieren wir jetzt einfach mal. So, und als Abschluss machen wir hier oben an die Kante überall die Lebesteinziegeln drauf. Und in der Mitte werden wir... Oh. In der Mitte werden wir Holz draufbauen. Noch nicht gesagt, also ich baue jetzt erstmal flach zu. Eventuell bauen wir aber später dann nochmal irgendwas anderes, dass wir da noch irgendwie das Ganze nochmal etwas schöner bauen mit einem Spitzdach oder so. Mit einem begrünten Dach. Ich wollte ja hier eigentlich Lianen runterwachsen lassen.
machen wir hier zu und das auch. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wir können ja auch hier so weiterbauen. Und das nochmal weg. So, wäre unser Türmchen jetzt schon mal zugebaut. Jetzt können wir an die Inneneinrichtung gehen. Und da müssen jetzt eine ganze Menge Blumen für gebaut werden. Ich habe aber noch nicht so richtig mir überlegt, wie wir es machen. Ob wir viermal so Blumen machen. Ob jetzt alle Blumen sich um ein Zentrum drehen oder ob wir insgesamt vier... Vielleicht irgendwo einen Eingang. Das wäre ganz gut, wenn wir irgendwo einen Eingang hätten, zum Beispiel hier. Ob wir jetzt einen zentralen Punkt machen, um den sich alle Blumen drehen oder halt vor sich hinschweben. Oder ob wir... Das wäre ja dann... Wo ist denn hier die Mitte? Das hier... So, das wäre die Mitte. Die können wir uns schon mal markieren. Dass wir jetzt alle Blumen hier drumherum schweben lassen. Oder ob wir insgesamt vier Kreise machen, um die sich die Blumen drehen. Ich glaube, das mit der einen Mitte gefällt mir am besten. Ja, das finde ich, glaube ich, am besten. Aber hier unten soll die Kohle, oben soll die Kohle reintropfen. Soll dann hier über Spinnnetze langsam nach hier unten sinken. Und alle Blumen sollen sich daran bedienen. Jetzt natürlich die Frage, auf welche Entfernung hin die Blumen sich die Kohle aus den Netzen heraussaugen. Das müssten wir halt mal probieren. Wenn es jetzt drei Felder weit entfernt sein dürfte, dann wäre das ideal. Dann könnten wir nämlich hier machen, hier so in dem Abstand, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hier 1, 2, 3, also 1, 2, 3. So. Und so. Ja, es ist noch nicht so das, was ich mir vorstelle. 3, 1, 2, 3. Ich mache erstmal zur Markierung, machen wir erstmal was hier auf dem Boden. 1, 2, 3. Wahrscheinlich kommt gleich ein Creeper von hinten. Ja, der ist zu viel. Wenn wir das Ganze jetzt noch ein bisschen abkürzen würden, hier so. Also den noch eins weiter nach innen gesetzt. So, das weg. So, wenn das jetzt hier unsere... Nee, das muss auch noch eins weiter rein. So, wenn das jetzt unser Blumenkreis wäre, dann könnte man hier außen Mana-Spreader aufbauen, die das Ganze danach hier unten leiten. Und das würde ich eigentlich ganz toll finden, wenn das klappen würde. Jetzt ist natürlich der Maggi heute nicht dabei, weil ich nämlich ganz kurzfristig zwei Folgen ohne ihn aufnehmen muss, damit ich noch genug Folgen für Weihnachten habe. Ach, für Weihnachten, ja. Für Ostern. Und deswegen müssen wir mal gucken, ob wir das auch hinbekommen. Wir gehen mal hier durch das Tor durch, kommen dann hier wieder in der Basis raus, hängen hier fest, wie immer, und gehen durch dieses Tor wieder zurück. So, der Maggi hat ja hier... Muss mal hier eine Konsole ablegen. Wir brauchen eine Konsole, die hier funktioniert. Die funktioniert hier. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben natürlich das ganze Material dabei, was ich eigentlich drüben liegen lassen wollte. So, der hat hier also diese Feuerblumen aufgebaut. Und diese Feuerblumen wollte ich jetzt eigentlich drüben reinstellen. Ich weiß aber jetzt gar nicht, ob es da Unterschiede gibt, wie viel Mana die abgeben. Ja, also ob diese Endoflower hier vielleicht gar nicht so genug Mana dafür herstellen oder ob wir lieber eine andere Sorte von den Blümchen benutzen. Der Vorteil von den Endoflowers ist halt, ich kann hier über meine Konsole
die Endoflowers automatisch herstellen lassen. Habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Jetzt müssen wir mal gucken, was hatte ich denn hier eingestellt, was hier automatisch laufen soll. Das muss abgepumpt werden, das ist schon okay. Jetzt haben wir das Ganze natürlich hier ziemlich eingekapselt. Es ist hier drunter versteckt. Der Maggi hat das natürlich jetzt hier schön zugebaut. Da müssen wir mal in unser Buch gucken. Wo ist denn unser Botania-Buch? Das müsste hier in einer der Kisten liegen. So, Botania. Wir haben ja auch da... da ist es, genau. Da ist das Buch. Wir gucken einfach mal rein, wie das mit den Endoflowers so aussieht. Weiter. Ach nee, das geht woanders. Das geht ja hier über das Nei sogar. Ich hier eingebe Endo, dann sehen wir hier alles, was gebraucht wird. Mana Powder müssen wir mal gucken. Wir brauchen Braun und wir brauchen Rot und wir brauchen Hellgrau. Braun, Rot, Hellgrau und Mana Powder. So, gucken wir mal nach hier. Eine Kiste ist dafür zuständig, dass wir hier Vorräte haben. Ich muss hier mal ein bisschen was wegschieben, denn es ist nämlich so, dass ich einen Platz habe. Pass auf, wir nehmen das mal und hier, der kann weg, der kann weg. Das legen wir uns hier oben hin, das legen wir uns hier hin. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt brauchen wir hier natürlich... braunes Blütenblatt. So, braunes Blütenblatt. Ich glaube, hier die Blumen werden auch zu braunen Blütenblättern. Dann brauchen wir rote. Und wir brauchen hellgraue. Da sind ein paar hellgraue, aber das reicht uns natürlich nicht. Ach, da sind noch welche. So, hellgraues Blütenblatt. Dann haben wir hier braun. Dann haben wir hier rot. Wir haben Mana Powder. Und dann brauchen wir natürlich noch... noch mal ein Endo. Und wir sehen hier Rot, Braun, Mana Powder und Hellgrau. So, jetzt gucken wir noch mal hier im Craftingfeld. Da kommen noch mal braune Blätter bei raus. So, ich hatte doch irgendwo noch einen von diesen Apothekeries aufgebaut. Irgendwo gibt es noch einen zweiten. Da. Und zwar brauchen wir wir müssen mal gucken unten im System. Auch eine Endoflame brauche ich. Deswegen zum Einstellen fürs Rezept brauchen wir eine Endoflame. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier vielleicht zufällig noch eine in einer der Kisten liegen haben. Das sind irgendwelche anderen. Gehen natürlich jetzt hier bei der Menge der Sachen, die wir hier drin haben, ziemlich unter. Gut, pass auf, dann hole ich einfach mal einen Eimer mit Wasser. So, wir haben also hier 11 Wassereimer. Ach, ich bin so vollgestopft. Wir müssen, glaube ich, tatsächlich erstmal das Zeug nochmal ablegen. So, hier, guck mal, Lebeholz müssen wir leider nochmal ablegen, obwohl wir es für drüben brauchen, denn ich komme so nicht jetzt durch. So, wir legen mal das Buch weg, legen da das hin. Legen hier das hin, das dahin, das dahin, das dahin. Und wir hauen das Wasser hier rein. Dann hauen wir einmal ein rotes Blütenblatt hinein. Wir hauen zwei braune rein. Einmal Mana Powder, einmal grau. Und was wir jetzt noch brauchen, sind natürlich Seeds. Genau, die Seeds habe ich vergessen. Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Irgendwas hatte noch gefehlt und wir brauchen noch Seeds. Sekunde, wo ist meine Konsole? So, Weizensamen, die legen wir uns
mal dahin und wir machen noch einmal. So. Jetzt haben wir eine Endoflame bekommen. Da ist sie. Jetzt können wir das Rezept einstellen. Dafür gehen wir jetzt nochmal hier unten an unseren Computer. Hier ist schon wieder der Hover-Mode an. Wenn du eine Treppe runter gehst und der Hover-Mode funktioniert nicht, du schwebst, also der Hover-Mode geht. Man sieht das hier. So, pass auf, ich zeig's euch. Hover-Mode aus, ja. Gehst hier entlang und jetzt geht's. Manchmal entscheidet sich nämlich das Jetpack. Ah, der fällt zu Tode. Er will eine Treppe runtergehen. Das bringt ihn um. Und dann schaltet das hier in Hover-Mode um. Ja. Vielleicht gehe ich auch zu impulsiv irgendeine Treppe runter. Ich weiß es nicht. Pass auf, wir holen mal einen Anlauf. Aha. So, hier. Ich will nur eine Treppe runtergehen. Ich mag das Jetpack nicht. Ich finde, das ist vollkommen sinnbefreit mit diesem Hover-Mode. Der Hover-Mode ist schon okay, aber diese Sonderfunktion da, dass es von alleine dann irgendwie entscheidet, ah, jetzt muss bestimmt, will er jetzt, dass er weiter schwebt. Nee, will ich nicht. So, wir gucken mal, irgendeins von diesen Einstellungsdingern hier hat jetzt schon ein Rezept für unsere, hier, guck mal, die Blumen können wir schon machen. Wir können schon eine Hydro-Angea machen und wir können auch schon machen ein reines Gänseblümchen. Da werden wir jetzt ein zusätzliches Rezept dazu machen und zwar hier. Ist das ein Processing-Pattern? Wir machen das mal leer. So, da soll rein. Ein Wassereimer. Da soll rein. Einmal Mana-Powder. Da soll rein. Einmal graues Blütenblatt. Zweimal das braune. Einmal das rote. Und dann noch ein Seed. Und das Ganze ergibt dann eine Endoflame. So sieht das Ganze aus. Aber eingestellt. Ach. Und wir machen ein Rezept. In meinem Zimmer ist es hier übrigens, glaube ich, gerade 50 Grad warm. Ich gehe, glaube ich, gerade ein. Boah, Leute. Während den Aufnahmen, ich wohne ja hier mitten in Darmstadt, muss ich leider alle Fenster zumachen, weil alle Nachbarn grundsätzlich, wenn ich aufnehmen will, nämlich auf die Idee kommen, ihren Rasen zu mähen, irgendwo rum zu, was weiß ich, hämmern, zu bohren und so weiter. Und du kannst dann einfach nicht aufnehmen. Es geht nicht. Also es ist total laut, obwohl mein Mikrofon schon so eingestellt ist, dass es nur noch auf mich hört. Ich habe Studiomikrofone, die nur kurze Entfernungen aufnehmen. Klappt das nicht. Du musst immer alle Fenster zu haben. So wie du ein Fenster vergisst, du zu machen. Ja, das ist echt schlimm. So, wir gucken nochmal. Endoflame. So, und da ist die Endoflame drin. Wir wollen jetzt nochmal welche machen. Und ich sag mal, wir wollen 3 Stück machen. Ja, stellen wir 3 Stück ein. Das wäre das Rezept. Und wir gucken mal, ob es klappt. Der Eimer ist schon mal nicht reingefallen. So, hier oben drüber ist so ein Holzgestell. Dieses Holzgestell lässt die Sachen nicht sofort reinfallen, sondern erst nach und nach. Aber hier die Vakuumtruhe saugt das Zeug nicht an. Oh. So, gut, dann müssen wir das natürlich da noch einstellen, dass das Maschinchen weiß, dass es das herstellen soll. Okay, das ist durchgelaufen. Das sah schon mal sehr gut aus. Muss ich mal gucken, wie viel Wasser wir noch im System haben. Wir haben noch 7 Wasser im System. aber wir haben 17 Eimer. Da würde ich vorschlagen, wir machen mal die 16 Eimer, die ich jetzt hier habe, machen wir mal voll Wasser. So. Und zwar... Naja, dieser Fluss hier wird immer geschunden. Der wird immer ziemlich hart rangenommen. So, pass auf, so und so und so und so. So, so.
Müssen wir irgendwann mal hier wieder schön machen. Also, oh, ist kein Platz mehr. Oh, 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 kein Platz mehr. Ein Eimerchen liegt noch drin. Ach, siehst du hier. Du fällst aus so einer hohen Höhe, da kommt er nicht auf die Idee, den Hover-Mode einzuschalten. Aber wehe, du läufst eine Treppe zu schnell runter, dann macht er den Hover-Mode an. Siehst du hier, das geht. Jetzt hat er es eingeschaltet. Jetzt hat er es eingeschaltet. Ich weiß es nicht. Ich will mir jetzt gerne diesen Fliegering bauen da. Diesen, wie heißt er denn? Den Ring von Botania möchte ich mir gerne bauen. Den Angel Ring. Den gibt's doch hoffentlich, oder? Pass auf, Angel. Ich tipp mal einen Ring. Oh, gibt's den Ring nicht bei uns? Dann bin ich verloren. Dann bin ich für immer und ewig verloren. Denn dieses Ding hier treibt mich in die Weißglut. So, wir machen nochmal Endoflame. Und ich würde sagen, die drei Stück nehmen wir uns mal raus und wir machen hier nochmal 15 Stück. Aber wisst ihr was? Ich werde das nochmal einstellen und, oder pass auf, ich lasse das schon mal laufen, aber die Zeit ist schon rum und ich muss mich heute ein bisschen beeilen, weil es ist Ostern und ihr sollt ja auch was zu gucken haben über die Osterfeiertage. Deswegen muss ich jetzt hier mich beeilen. Noch schnell eine Folge aufnehmen, dann habt ihr nämlich genug für die Feiertage und dann kann ich am Montag nach Ostern, also am Ostermontag, kann ich dann mit dem Maggi zusammen noch neue Folgen aufnehmen. Und bis dahin ist hoffentlich hier das mit unseren Endoflames schon ein bisschen fertig. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier irgendwie einen Ventilator installiere, der hier nicht in die Aufnahme reinpustet. Oh, guck mal hier, bewegt sich. Ach, ich weiß warum es. Ich weiß warum. Ich weiß warum das da vorne so rumschwebt. Guck mal so. Ich muss meinen Ring dabei ausziehen. So. Und da habt ihr gesehen, ist schon die nächste Blume gemacht. Ich werde jetzt hier noch warten, bis das Ganze durchgelaufen ist. Und dann gucken wir uns in der nächsten Folge mal an, wie das dann da drüben aussieht. Und wo wir die ersten Blümchen schon mal aufstellen können. Das heißt, wir müssen ja noch die schwebenden Blümchen herstellen. Und dafür müssen wir noch so ein bisschen Zeugs besorgen. Nämlich hier für diese fliegenden Inseln brauchen wir Erde, eine ganz besondere Erde. Und wir brauchen ganze Blumen. Die habe ich aber auch schon hier drin liegen. Vielleicht reicht das schon aus. Wir gucken also in der nächsten Folge, dass wir hier diese schwebenden Inseln machen. Floating, wie heißen sie? Floating Endoflame. Dafür wird eine Floating Flower benutzt. Wird so gebaut. Wir brauchen eine ganz normale Erde. Weidensamen. Und schillernde violette Blumen. Das werden wir in. Also die Blume ist egal. Irgendeine. Ja, also irgendeine von den Botania-Blumen brauchen wir. Und dann funktioniert das. Geht aber irgendwie nicht mit der Endoflame. Das wäre sonst zu leicht. So. Beide Samen werden übrigens gebaut, indem wir Gras ganz normal hier in unsere Mana-Becken reinhauen. Oder kriegen wir hier Weidesamen? Da müssen wir mal gucken, denn ich habe hier, glaube ich, noch. Guck mal, da sind noch Weidesamen. 13 Stück. Da können wir also in der nächsten Folge gleich loslegen. Bis dann, macht's gut. Wir sehen uns. Ciao.